Servus, liebe Leute. Heute versuchen wir mal, ja, wir sind in Clash of Clans, wie ihr es bestimmt erkannt habt, einen Bowler Walk. Keine Ahnung, ob das klappt. Sieht auf jeden Fall crazy aus, meine Taktik mit Heiler und Bowler. Ich muss noch schauen, wie ich es nenne. Heal Bowler, nein. Geheilte Bowlingkugel, ach, kein Plan, irgendwie so. Ist auf jeden Fall nicht die beste Taktik, kann ich euch vorweg schon mal sagen. Ja. Und im nächsten Part. Also ich würde sagen, wir gehen einfach jede Bowler-Formation durch, die es so geben kann, die es so geben wird. Damit ihr alles mal seht, wie man den Bowler am besten einsetzen kann. Er ist ja noch relativ neu. Und ja, habe ich auch noch nicht so weit gesehen von anderen YouTubern. Deshalb dahingehend seht ihr jetzt mal bei mir, wie die Bowler in verschiedenen Taktiken ankommen. Ob sie was taugen oder wie auch immer. Hier zum Beispiel kacken sie ein bisschen ab, muss ich ehrlich zugeben. Haben auch noch 7 Heiler übrig. Ist auch ganz in Ordnung. Ist okay. 7 Heiler, bräuchten wir eigentlich gar keine mehr Heiler. Ah, einen haben wir noch übrig. Okay, dann wurden sie auch gesetzt für die restlichen Bowler. Die Queen wird noch ein bisschen hochgeheilt. Das Problem ist halt bei den Heilern gegen die Infernos, da heilt der Heiler dann nicht mehr. Und das ist das ganze Problem. Aber sonst, die Taktik ist ein bisschen missraten, aber kann man nichts machen, ist okay gewesen. War ich mit zufrieden. Bowler Walk, ja, von 10 Punkten gebe ich mal 4. War nicht die beste Taktik. Vielleicht wird es mit dem Bowler ja noch ein bisschen besser laufen. In der nächsten Folge, da habe ich was mit dem Bowler vorbereitet. Eine Hogrider-Bowler-Kombination. Vielleicht läuft ja die besser, keine Ahnung. Möglich wäre es auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dann schließe ich das Video schon ab. Meine Abschlussworte, haut rein. Wenn euch so Bowler-Taktiken gefallen, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Schreibt in die Kommentare, was ihr für Vorschläge mit dem Bowler habt. Only Bowler kam ja schon. Und ja, das ist das zweite Video zum Bowler, um ehrlich zu sein. Richtig Takt. Nee, das ist das dritte sogar. Dritte Bogo-Vibe hatte ich ja schon. Also Jungs, ich würde sagen, haut rein. Schönen Tag noch. Haut rein. Bis dann. Limba română se doresc prin țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână trage buza peste dinți fraiere cam avut prize ca aia deci puie băi te-am văzut la disco ești mișto bineînțeles căutai punctul G pe GPS când ai el la bară te faci foc și pară blocul pentru tine însă pe verticală pleci la sală ca un prost fără rost un copos nu știe că îmbrac un prost când lași geamul jos băi ai grijă ce zici că te zbor din ești cinci